Bitte, bitte macht es euch gemütlich und fühlt euch einfach wie zu Hause in unserem bescheidenen Heim. Ruiko? Was machst du da? Na, wenn man bei einer Freundin zu Besuch ist, muss man sich erstmal ihr Zimmer genauer ansehen. Wow! Oh la la! Hör auf, Ruiko! Du darfst doch nicht einfach ihre Sachen durchwühlen! So damenhaft, wie nicht anders zu erwarten! Also, ehrlich gesagt... Gehört das mir! Das ist wirklich deins? Dieses super freizügige Teil? So freizügig ist das doch gar nicht. Schwarze Unterwäsche ist ein Muss im Kleiderschrank einer jeden Lady. Sind rote Schmetterlinge etwa auch ein Muss? Kennt ihr denn nicht diese Tage, an denen man Schmetterlinge im Bauch hat? Was ist mit diesem hauchdünnen Stringtanga? Der zeichnet sich nie unter der Kleidung ab. Es gibt nichts Praktischeres. Und wann brauchst du dieses Ganzkörper-Netzstrumpfdings da? Manchmal, aber nur manchmal, will eine Frau eben ein Stückchen von dem zeigen, was tief in ihrem Inneren schlummert. Hör sofort auf damit! Bist du verrückt geworden? Tut mir leid, das war alles ein bisschen viel für mich. Und da wollte ich nur schnell sicher gehen. Deine harmlose Unterwäsche hat mich gleich beruhigt. Diese Aufregung und das nur wegen Unterwäsche. Wenn ihr weitersucht, würdet ihr noch ganz andere Dinge finden. Einen perlweißen Babydoll mit Rüschen und einem offenen BH zum Beispiel. Oder einen geschnürten Body mit sexy Strapsen. Oder auch sowas. Was für ein Glück. Also hast du auch normale Unterwäsche. So kenne ich unsere Kuroko. Ich dachte schon, sie hätte sich komplett ver... Entschuldigung. Das gehört eigentlich mir. Und jetzt erklär du mir mal, was genau meine Unterwäsche unter deinem Bett zu suchen hat, Kuroko! Mit